Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder und ihr seid auch da. Das ist schön. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene und freie Themenrunde, wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin, ich freue mich auf Tanja und Tanja ist 25 Jahre alt. Schönen Hallo. Guten Morgen. Hallo. Hallo Tanja. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen hast du mich angerufen? Und zwar, ich versuche einfach mal zu erzählen. Ich bin eine Krankenschwester und ich kam abends nach Hause. Ich wohne mit meiner Mutter alleine in einer Wohnung. Und auf jeden Fall kam ich dann ins Wohnzimmer rein und ich habe gesehen, wie meine Mutter sich befriedigt hat. Oh. Und das ist mir sehr peinlich. Wann war das? Letzte Woche Mittwoch. Ganz frisch also noch. Das ist sehr, sehr peinlich. Das ist natürlich so eine Sache. So Sexualität und Eltern passt irgendwie nicht so zusammen. Will man gar nicht sich so vorstellen. Ja, genau. Also sowas möchte man gar nicht wissen. Also, wie alt ist deine Mama? Meine Mutter ist 45. Ja, also im besten Alter. Da hat man natürlich auch noch Bedürfnisse. Wie war die Situation? Du bist reingekommen und ja. Sie, du hast sie dann gesehen, dass sie da einiges in Aktion war. Das war halt nackig und hat natürlich ihre Finger. Ach, sie war ganz nackig? Ja, ganz, ganz nackt. Also komisch, ne? Warum war sie ganz nackig? Kam sie schon aus der Dusche? Nein, und vor allen Dingen, sie weiß ja, wenn ich auch Feierabend habe. Und das verwundert mich auch sehr. Also sie hätte eigentlich nicht ahnen können, also dass ich jetzt hier im Moment reinkomme. Also. War sie ganz in sich versunken oder hat sie Fernsehen geschaut? Ich hätte nie gar nichts. Also sie hat die Couch und... Die Situation ist, du kommst rein, du siehst deine Mutter nackig da liegen und sie macht dieses und jenes mit sich. Was passierte dann? Ich habe mich geschämt. Also, was passierte? Sie hat dich gesehen. Wie lief das denn ab? Was habt ihr geredet? Wie hast du dich verhalten? Ich habe eigentlich gar nicht geredet. Also ich habe sie nur angeguckt und ich habe direkt weggeguckt. Mir war das so unangenehm und sie war das auch sehr peinlich. Also ich habe schon gemerkt, sie war schon erschrocken und also ich muss ja durch ein Wohnzimmer gehen, um in mein Zimmer zu kommen. Und ach so. Ich bin nur noch in mein Zimmer. Also, du hast weggeguckt, du bist dann gerade ausdeckend in dein Zimmer gegangen. Wortlos? Genau, wortlos. Mir war das super, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also so kenne ich das jetzt nicht. Oder ich habe es doch nie mitbekommen. Oder. Und danach, als du in deinem Zimmer warst, vielleicht so 5 oder 10 Minuten später, kam deine Mutter dann irgendwann zu dir? Nein, also ich bin das abends rausgekommen, wo ich genau, also wir haben eine sehr kleine Wohnung, ich habe so lange gewartet, bis er halt im Schlafzimmer ist und dann habe ich mich rausgeschlichen. Und am nächsten Tag, wie war es da? Also die letzten Tage stehe ich schon noch sehr früh auf und dann ist er gar nicht irgendwie über den Weg laufen. Und habt ihr euch seitdem noch nicht wirklich richtig gesehen? Nein. Och, also, in einer kleinen Wohnung wohnt und noch? Genau, also ich gucke auch manchmal, dass ich jetzt bei Freunden bin und mein Freund und der spät auch nach Hause komme, ich habe einen Schlüssel und alles. Und also das hat dich richtig geschockt. Also wir gehen uns schon richtig aus dem Weg. Also es ist auch sehr unangenehm. Also sie geht mir auch aus dem Weg. Also wie war denn das vorher so in, als du etwas älter warst als Kind oder als Jugendlicher auch und auch überhaupt so in letzter Zeit? Habt ihr über Sexualität gesprochen oder war das eher so ein Thema, was man mied? Das war ein Tabuthema, also darüber haben wir gar nicht geredet. Früher auch nicht, so aufklärungsmäßig. Nicht. Ah ja. Also ah ja, dann ist es natürlich wirklich besonders peinlich. Also wir haben auch nicht so ein gutes Verhältnis, also. Also Tanja, natürlich ist das im ersten Moment zu verstehen, dass man da geschockt ist, wenn man die eigene Mutter so sieht. Aber die eigene Mutter ist eben auch eine Frau. Eine Frau mit absolut normalen und natürlichen Bedürfnissen. Insofern, dass sie das macht, ist doch völlig okay. Aber es ist mir einfach peinlich, meine eigene Mutter. So kann ich verstehen. Ist es wahrscheinlich auch ein blöder Zufall gewesen, weswegen sie sich auch sehr schämt. Irgendwie hat sie das nicht so kalkuliert, dass du kamst. Und wahrscheinlich würde sie das auch gerne rückgängig machen. Aber nun ist es mal passiert. Es ist ja nun alles andere als schlimm.
Es ist ja mit das Natürlichste überhaupt. Deine Mutter hat auch noch einen Freund oder ist sie ganz alleine? Nein, sie ist alleine. Sie ist ganz alleine, naja. Ja. Okay. Du machst es ja auch, oder? Ja, selten. Also. Naja, gut, aber ab und zu kommt es ja vor. Oder? Ja, ja. Selten. Also. Selten, ehrlich? Masturbierst du nicht so oft? Nein. Warum nicht? Ich habe auch einen Partner und... Achso, du hast einen Freund im Moment? Ja. Wie stehst du denn überhaupt zur Selbstbefriedigung? Ich weiß nicht, also wenn ich mir vorstelle, meine Mutter, also... Nee, so überhaupt, so ganz generell, auch auf deine Person bezogen. Also ich halte da nicht sehr viel von, also ich bin eher so, dass ich mit meinem Freund dann schlafe. Also. Okay, wenn du bist in der glücklichen Situation, einen Freund zu haben, aber es könnten ja auch Zeiten kommen, wo du mal länger alleine bist. Hältst du dann auch nicht viel davon? Ich weiß nicht, irgendwie, also ich brauche schon einen Mann, also... Okay, du brauchst einen Mann. Und wie denkst du so über andere, vielleicht auch junge Frauen, die, wenn sie alleine sind, sich selbst befriedigen? Wenn sie es brauchen, das ist okay. Also. Ja, du sagst das so abfällig. Du brauchst es auch und hast einen Freund. Ja gut, ich weiß nicht, also es muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es ist nicht so mein Ding. Also ja, mir gefällt es nicht. Bitte? Also ich finde es ziemlich langweilig, also mir gefällt es persönlich jetzt nicht. Also. Okay, ich höre schon daraus, dass du da nicht so eine euphorische Befürworterin dieser Thematik bist. Ja. Ich finde das völlig normal. Ich finde das absolut okay, wenn Menschen das machen. Ich finde es auch okay, wenn man das in einer Beziehung macht, wenn man zwischendurch mal dazu Bock hat. Warum nicht? Aber wie soll ich mich denn jetzt gegenüber meiner Mutter? Ganz normal, ganz normal. Entweder sprichst du, vielleicht brichst du dann das Eis und sagst, pass mal auf, Mama, tut mir leid, dass ich hier reingeplatzt bin. Ist halt passiert und schwamm drüber. Mhm. Vielleicht ist das ganz gut, wenn du es dann gar nicht, dass du es einfach nur mal so ansprichst und aber gar nicht weiter drüber sprichst. Mhm. Wenn du vielleicht ein bisschen mutiger bist, dann sagst du, okay, das ist das Natürlichste der Welt, dass man das macht. Und mich hat es ein bisschen irritiert, weil du meine Mama bist. Aber ich finde es auch okay, das ist deine Entscheidung, wie und wann du das machst. Mhm. Ich finde fast egal, welche Worte du findest. Hauptsache du sprichst sie einfach darauf an. Ich glaube, das ist für sie auch sehr erleichternd. Dann ist das Eis gebrochen und ihr könnt wieder ganz normal euer Leben leben. Ja. Denn dieses so drucksen und aus dem Weg gehen, und das ist ja alles fürchterlich. Dann ist man ja noch verspannter. Und das stimmt schon. Sprichst du einfach mal kurz an und sag, pass mal auf, eigentlich schade oder tut mir leid, dass ich reingeplatzt bin, aber es war halt so. Und nimm ihr vor allen Dingen das schlechte Gewissen. Vielleicht denkt sie auch, dass sie ein schlechtes Gewissen haben muss, dass sie das macht. Nein, Mensch, das soll sie machen. Gönn ihr doch den Spaß. Ja, okay, du hast ja recht. Tanja, Mann. Also, ich wollte noch zum Abschluss was über eine Anruferin von dir sagen. Sehr gerne, ja. Und zwar, es ging sich um Hotel Mama und da war eine Gabi. Ja. Und ich glaube, sie hieß Gabi. Und also ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, also wie man in dem Alter nichts macht und also... Das hat dich geärgert? Ja, also sehr geärgert. Gabi war, ich glaube, schon Anfang, Mitte 30 und lebte immer noch zu Hause. Ja, genau. Hatte auch natürlich gewisse viele Probleme, wie dann hinterher rauskam, aber generell... findest du, dass man auf eigenen Füßen stehen auf sollte? Auf jeden Fall. Also aber du wohnst ja auch noch bei der Mama, habe ich gerade gehört. Ja, das stimmt, aber ich gebe Geld ab, ich arbeite auch. Und, okay, dann ist das quasi wie eine Wohngemeinschaft bei euch beiden. Genau, kann man so sagen. Ja. Also das ist No-Go. Also. Wie kommt das denn überhaupt, wenn du sagst, du so einen ganz dollen Draht habt ihr beide nicht miteinander, du und deine Mutter, dass ihr überhaupt noch zusammen wohnt? Ja, also ich sag mal aus finanziellen Gründen. Also. Ach so. Ich bin noch in der Lehre und cool. Krankenschwester und da verdient man auch nicht so viel. Verstehe. Das heißt aber, der Traum ist schon dann irgendwann dann auch eine eigene Wohnung. Auf jeden Fall. Ja. Gut, Tanja. Also, da musst du jetzt mit großem Herzen drüber stehen über der ganzen Sache. Okay, ich versuche. Das ist normal, dass man da irritiert ist, aber es ist auch normal, dass die Mama sowas macht. Ja? Okay, ich versuche es. Alles Gute wünsche ich dir. Und ich finde deine Sendung echt geil. Also. Sehr nett von dir, dass du sagst. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben heute wie immer freitags eine freie Themennacht. Also ihr könnt euch melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt.
Ruft an oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und verfasst eure Mail relativ kurz, damit die Kollegen auch schnell dann agieren können. So, weiter geht es mit Julian. Julian ist 23 Jahre alt. Hallo Julian. Ja, guten Morgen Domian. Guten Morgen Julian. Was ist denn dein Thema? Neid. Neid? Genau. Also seitdem ich 16, 17 bin, habe ich es mit dem Neid zu tun. Das heißt, du bist ein neidischer Mann. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wann kommt denn der Neid so richtig in Wallung bei dir? Sozusagen, wenn ich Leute sehe, die mehr haben als ich, also oder besser angezogen sind auch als ich. Und ja, da musst du ja ständig neidisch sein, wenn du durch die Straßen gehst. Ja, jetzt nicht spezifisch, dass ich gucke oder so, wenn es mir halt auffällt nur. Mhm. Und wie lebst du denn so? Was machst du vom Beruf? Speditionskaufmann. Ja. Eigene Wohnung? Ja. Ja. Freundin? Ja. Ja. Auto? Nee, braucht man nicht in der Großstadt. Stimmt, unter Umständen nicht, ja. Genau. Sag doch noch mal so mehr ein paar Beispiele. Ja, das fing mit 16, 17, also mit 17 eher an, wo ich in die Berufsschule kam. Mhm. Und dann mit der Ausbildung und so weiter hatte man natürlich Geld mehr, als man dachte und alles. Mhm. Und dann habe ich auch so gekauft und alles, aber ich habe gemerkt, dass es nie halt ausreicht, um mit den anderen mithalten zu können. Also, es bezieht sich in erster Linie auf Klamotten. Ja, Klamotten auch, aber auch was noch? Uhren und... Was? Uhren, also Uhren? Auch. Ja, auch. Uhren. Mhm. Genau. Und Autos offensichtlich nicht, weil du kein Auto hast? Oder bist du auch neidisch auf Leute, die einen dicken Wagen fahren? Nee, das nicht. Ich bin ja realistisch. Also das, was ich mir leisten kann, ist ja okay. Und ja. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich gucke. Aber auf Autos eigentlich noch nie richtig. Wie ist es so mit Einrichtungsgegenständen in der Wohnung? Ja, ich bin schon gut eingerichtet und alles. Also darauf achte ich auch und habe auch ein paar Jahre gespart, damit ich es mir leisten kann. Mhm. Also du bist schon ganz schick eingerichtet. Ja, eigentlich schon ganz schick. Wenn man bei dir in die Wohnung kommt, wird man denken, ja, voilà, da ist jemand, der legt Wert drauf. Ja, sicher. Und jetzt vor kurzem war ja auch Situation, also ich wohne im Mehrfamilienhaus und also auf 3 Stockwerken. Und gegenüber den Nachbarn habe ich gesehen, wie die eingekauft haben, also mit Einkaufstüten hochkamen. Mhm. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich konnte es irgendwie auch nicht verkraften und so. Und wenn ich dann in der Wohnung bin, fange ich an, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwas. Also wie? Du machst in deiner Wohnung was kaputt, weil du neidisch bist, weil die Nachbarn sich neue Klamotten eingekauft haben? Ja, nee, Klamotten, ich weiß ja nicht, was sie in den Tüten haben. Du wusstest gar nicht, was drin war und trotzdem warst du neidisch. Genau, auf jeden Fall kamen die halt mit jede Menge Tüten hoch. Und dann gehst du in deine Wohnung und was hast du dann in der Wohnung gemacht? Ja, erstmal hingesetzt und eine geraucht und dann, keine Ahnung, wurde es mir auch zu viel. Also ich wusste nichts mit der Situation anzufangen. Und eine geraucht und gesagt, scheiße, jetzt haben die wieder mehr gekauft als ich. So ungefähr. Und dann hast du noch mehr gemacht? Ja, also kaputt gemacht. Ja, was? Was dagegen? Also ich hatte so ein Regal und da stehen Teller alles und dann habe ich Teller, also das nächste, was mir in die Hand kam, waren die Teller halt. Bist du wahnsinnig? Du hast deine eigenen Teller, die du zur Dekoration oder wie auch immer hingestellt hast, die hast du zerschlagen. Das sind Essteller. Bitte? Das sind Essteller. Das sind sogar Essteller, also die genau. Brauchst du, das sind praktische Sachen. Genau. Die hast du auf den Boden geworfen oder wie? Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß selber nicht, was ich dagegen tun könnte, damit es besser wird. Weil meine Freundin regt sich auch schon auf und alles. Wohnt ihr zusammen in der Wohnung? Nee. So, dann hast du erstmal, wie viele Teller sind kaputt gegangen dabei? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber bestimmt 4, 5. Kommt das denn öfter vor, dass du dann selbst bei dir Sachen kaputt machst? Wenn ja, einmal habe ich mir also auch die Augenbrauen fast rausgerissen. Also vor Wut habe ich an der Auge rumgefummelt und die halbe Augenbrauen rausgerissen. Also das stimmt mir ja jetzt schon sehr bedenklich. Weißt du, ich wollte gerade im ersten Moment sagen, das ist ein Charakterzug, den haben natürlich ganz viele Menschen, eigentlich fast alle Menschen, mehr oder weniger. Ja, das ist mir auch klar. Dass so, ich halte ihn für einen ganz schlimmen Charakterzug. Denn Neid zerfrisst einen. Neid ist nie gut für einen selbst. Und es bringt auch nie was. Wenn ich auch was Domian sagen kann, und zwar, Neid bringt auch Menschen weiter. Also wenn man neidisch ist, dann versucht man immer besser zu sein. Ja, natürlich. So kann man es auch drehen. Aber in der Regel... Hab ich mir bis jetzt immer vorgestellt. Bitte? So habe ich es mir bis jetzt immer vorgestellt, also und nach dem Motto gelebt. Ja, aber da muss man mal fragen, wohin immer weiter? Zu immer tolleren Klamotten und immer noch schöneren Gegenständen? Ist das ein Ziel? Ist das ein Sinn, im Leben dahin zu kommen? Ich finde nicht.
Weißt du, natürlich kann in gewisser Weise, ich würde es mal eher sagen, Ehrgeiz einen antreiben. Neid, glaube ich, ist immer, das ist ja Missgunst und das ist ein übles Gefühl. Aber ich kann auch anderen Leuten auch nicht irgendwie was gönnen, selbst meinen Freunden. Ja, das, deinen Freunden auch nicht? Nee, nicht unbedingt. Das heißt, wenn deine besten Freunde, hast du einen besten Freund? Ja, habe ich. Und wenn der sich neue Klamotten kauft, dann freust du dich nicht mit dem, sondern bist neidisch. Es sei denn, ich habe jetzt auch in dem Moment neue Klamotten gekauft. Wenn der sich alleine was gekauft hat, bist du schlecht drauf. So ungefähr, ja. Und wenn deine Freundin sich etwas kauft und du nicht? Nee, der gönne ich das ja halbwegs. Also ich will ja schon, dass sie gut auf die Straße rumrennt. Sozusagen. Ja, ja, das hat aber wieder mit dir zu tun, weil du mit ihr angeben willst. So ungefähr. Finde ich eine üble Geschichte, Julian. Finde ich wirklich auch ich finde das einen schlechten Charakterzug. Und ich finde, dass man an ganz vielen Charakterzügen, die man hat, die man auch als schlecht erachtet, die kann man auch trainieren, die kann man auch wegtrainieren. Nee, wo ich mir halt diese Augenbrauen rausgerissen habe. Ja, das ist doch schon bekloppt. Ich war so geschockt, die wollte mir, die Trennung mit allem hat ja schon gedroht. Ja, also das ist jetzt ein Punkt, also mit den Tellern zerschlagen, finde ich auch schon heftig. Aber sich aus Neid die Augenbrauen rausreißen. Nee, ich habe es jetzt auch nicht extra gemacht, mir ist es ja auch erst im Nachhinein auf. Ja, aber da sieht man ja, welche Kräfte da in dir sich ja frei machen in dem Moment, dass du gar nicht mehr Herr darüber wirst. Ja. Warum ist man neidisch? Weil man nicht mit dem zufrieden ist, was man hat. Warum ist man mit dem nicht zufrieden, was man hat? Weil man gierig ist und immer mehr und immer mehr und immer anders. Ich versuche immer nur besser und besser zu sein. Ja, was ist denn besser, wenn du nur auch zwei teure Uhren hast wie der Nachbar, anstatt vielleicht keiner oder eine billigere Uhr? Das bist du doch nicht besser. Nee, ich weiß es ja nicht. Also bis jetzt habe ich es mir immer so vorgestellt. Ich sage dir, dass du dich letztendlich in dieser Neidstruktur schlecht fühlst. Weil du immer unter Druck stehst. Du stehst immer unter Druck, du beobachtest immer andere Leute, du bist in der Regel schlecht drauf. So, und das ist ja schon ein Ausdruck, dass es nicht in Ordnung ist. Ja. Das heißt, wenn dir das klar wird und wenn du davon auch überzeugt würdest, müsstest du als nächsten Schritt versuchen, dagegen anzugehen. Nee, manchmal ist es mir ja auch klar, also dann merkst du es ja selber sozusagen. Ich glaube aber, dass du dich bisher nicht gegen dieses Gefühl gewehrt hast, sondern dass du dich in dieses Gefühl hineingesteigert hast. Nee, und das sogar gut findest. Genau, das wollte ich ja sagen. Eigentlich gefällt es mir ja. Weil ich es ja meistens immer schaffe, das zu übertreffen. Ja. Und was hast du dann? Bist du dann ein tollerer Mensch? Nee. Nee, aber man ist stolz auf sich auch. Ja, aber auf was von der Basis stolz? Und auf was ist man stolz? Auf zwei teure Uhren? Meinst du da? Da beeindruckst du Leute wirklich mit, die dich vielleicht interessieren? Nee, ich bin ja auch so gut und so weiter in allem, was ich mache auch. Ja. Also, ich glaube, Julian, du bist erst 23 Jahre alt. Wenn du das nicht in den Griff bekommst, wirst du darüber sturzunglücklich in deinem Leben. Aber wie kann man denn sowas in den Griff kriegen? Indem man erstmal sich darüber im Klaren wird, dass das eine schlechte Veranlagung ist. Ja. So, das muss man aber erstmal so für sich auch entscheiden. Und dann muss man versuchen, immer wieder gegen anzugehen. Dass man sobald, wenn man merkt, dass das Gefühl in einem auftaucht, dass man es zur Seite schiebt. Dass man sich gar nicht groß reinsteigert und überlegt, was mögen die jetzt in diesen Tüten drin haben. Sondern, okay, die haben Tüten, die haben was gekauft, die Nachbarn. Egal, so what? Mich interessiert das nicht weiter. Nee, ich habe ja auch nicht mal überlegt, was sie da drin haben. Mich hat schon allein zerfressen, dass es so viele waren. Ja, gut, klar, aber da rattern ja tausend Sachen in deinem Kopf ab, wenn du das siehst. Die waren jetzt auch nicht irgendwelche billige Tüten sozusagen. Ja, eben, ja, ja. Deswegen. Ich glaube auch, dass du dich da, dass du auch nicht gerade eine gute Ausstrahlung auf Menschen hast mit dieser Veranlagung. Und sei froh, dass deine Freundin noch bei dir ist. Es kann auch sein, dass deine Freundin dich wegen so etwas verlässt. Ich glaube auch nicht, dass es angenehm ist, dein bester Freund zu sein. Ich weiß es nicht. Also. Nein, natürlich nicht. Wenn wir beide jetzt gut befreundet wären, ja, dann erwarte ich von meinem besten Freund, wenn ich mir irgendwas kaufe und er hat das nicht, dass er sich für mich mitfreut. Das ist wahre Freundschaft. Wenn du aber mein bester Freund wärst, dann wüsste ich schon, der innerlich zieht der jetzt eine Schnute, weil er im Prinzip auch was haben möchte. Das ist nicht gut. Ich weiß es nicht.
Wer neidisch und missgünstig in materiellen Dingen ist, ist das auch in emotionalen Dingen. Und dann wird's ganz ernst. Also auch im Büro und so. Also ich habe mich schon hochgesteigert, mit allem, weil ich halt auf die anderen noch besser sein wollte. Mhm. Ja, okay, es ist ja nichts gegen einen gesunden Ehrgeiz einzuwenden, wenn du jetzt in der Arbeit vorankommen willst. Das ist ja alles okay. Aber Neid ist dann ein ganz anderes Thema. Ich habe dir meine Meinung gesagt, Julian. Ich finde das eine schlechte Sache, weil nicht nur, weil ich es an sich schlecht finde, sondern weil du dir auch nichts Gutes damit tust. Weil du einfach zu oft in schlechte Laune gerätst deshalb. Versuche einfach, da ein bisschen mehr Abstand zu kriegen und dagegen anzukämpfen. Aber wie? Indem du dir erstmal darüber klar machst, dass das nicht in Ordnung ist. Und das hast du bisher noch nicht getan. Du hast es bisher gut gefunden sogar. Mir hat's ja gefallen. So. Aber jetzt reden wir im Kreis, das habe ich schon zweimal gesagt. Ja. Ja. Julian, versuch dich mal ein bisschen zu trainieren. In einem halben Jahr telefonieren wir nochmal miteinander. Gut, okay, Domian. Ich bin sehr gespannt. Okay, gut. Alles Gute, viel Erfolg. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, ich sage euch mal zwischendurch unsere Themen nächste Woche. Wir werden uns nächste Woche mit dem Thema Glauben beschäftigen. Alle Aspekte um das Thema Glauben. Und wir werden uns mit dem Thema verhängnisvoller Sex beschäftigen. Also wenn euch spontan schon mal etwas zu diesen Themen einfällt oder ihr gerne mit mir sprechen wollt, könnt ihr euch natürlich auch langfristig schon mal per Mail bei uns anmelden. Glauben und verhängnisvoller Sex. So, jetzt freue ich mich auf Carrie. Carrie ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Das ist eine Frau. Ich habe gerade gedacht, Carrie, ist das ein Mann, eine Frau? Nein, ich bin ziemlich aufgeregt. Macht nichts. Ich möchte gerne etwas zu dem gestrigen Thema noch sagen. Und zwar eine Entscheidung, die ich nie bereut habe. Ja, sehr gerne. Ich habe meinen Mann nach 20 Jahren, nachdem wir geschieden sind, auf dem Sterbebett nochmal geheiratet. Nach 20 Jahren? Ihr wart 20 Jahre geschieden? Ja. Und vorher wart ihr wie lange verheiratet? 13 Jahre. 13 Jahre, dann 20 Jahre geschieden? Ja. Und dann auf dem Sterbebett nochmal geheiratet? Ja. Warum? Wir hatten zwei Söhne, oder ich habe sie noch. Und ja, ich hatte dazwischen nochmal eine andere Partnerschaft, aber die war weit weg von der Scheidung, hatte es nichts damit zu tun. Mhm. Und ich hatte immer mit meinem Mann noch einen Kontakt, regelmäßigen Kontakt wegen der Kinder. Mhm. Einen guten Kontakt? Einen guten Kontakt. Ja, einen freundschaftlichen Kontakt. Ja, so würde ich sagen. Mhm. Ich würde sagen, ich konnte so gut mit ihm umgehen, aber er war nicht ein Ehemann für mich. Mhm. Mhm. Ja, darüber möchte ich mich nicht weiter auslassen, aber es war eine Ehe zwischen uns, war nicht möglich. Okay. Und dann war ich wieder auch allein und die Kinder wollten eigentlich, warum heiratet ihr nicht wieder? Warum wollten die Kinder das? Haben meine Söhne gesagt. Warum wollten die das? Ja, weil der Papi so alleine ist. Mhm. Der Papi ist so alleine und der liebt dich. Mhm. Der liebt dich und der liebt dich und warum? Der möchte dich so gerne wieder heiraten. Aber die wussten, dass du ihn im Sinne einer Ehefrau nicht geliebt hast mehr. Ja. Das wussten sie und trotzdem haben sie es gesagt. Ja, das wussten sie. Ich habe gesagt, du, ich würde für den Papi mich um ihn kümmern, wenn es ihm schlecht geht, aber heiraten, es kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Mhm. Aber dann kam es doch in Frage. Dann wurde er sehr schwer krank und da hat er sich sofort an mich gewendet. Und ich habe ihn auch, soweit es möglich war, ihn betreut und habe dann auch gesagt, wenn es dir so schlecht geht, zieh in meine Gegend hierher, dann kümmere ich mich um dich, mach deine Wäsche und so weiter, dann kümmere ich mich. Aber das wollte er eigentlich nicht. Was für eine schwere Erkrankung hatte er? Er hatte Krebs. Ja. Er hatte Krebs und es wurde immer schlimmer und hatte nachher Metastasen im ganzen Körper und lag dann in einem ganz großen Krankenhaus und da hatte ich das Gefühl, da ist er nicht sehr gut aufgehoben. Und durch Beziehungen habe ich es dann fertig gebracht, ihn in ein Hospiz zu bringen. Sehr schnell, weil es ihm so schlecht ging. Und er hatte noch, als er in diesem großen Krankenhaus, ich will jetzt nicht sagen wo, als er da lag, hat er auch immer wieder gesagt, du heiratest mich doch, ich möchte verheiratet sein, wenn es mir zu Ende geht und ich möchte doch so gerne und das ist so schön. Ach, das hat er sehr an Familie hing. Das hat er in dem Zustand schwerster Erkrankung im Krankenhaus dann schon formuliert, immer wieder. Ja. Ja, er hatte es vorher formuliert und dann immer wieder. Hatte ich das? Wie schön das doch wäre und machte sich dann Illusionen und ja, dass es nochmal alles gut geht und mit seiner Krankheit wieder gut geht. Also er machte sich da große Illusionen. Entschuldigung mal, wenn ich unterbreche, Carrie. Als er das zum ersten Mal zu dir gesagt hatte, schon im Zustand der schweren Erkrankung,
Hat dich das irritiert oder gar geschockt, dass er es gesagt hat? Nein, eigentlich nicht. Weil du das geahnt hast, dass er das will? Ja. Mhm. Ja, das war sein größter Wunsch und ich war für ihn die Idealfrau und die Beste und das, also wirklich alles Ideale hat er in mich hineininterpretiert, was ich nie hätte sein können und er wollte mich immer wieder haben. Mhm. Und dann... So, dann kam er in das Hospiz, also in ein Sterbehaus, wo die Menschen begleitet werden. Noch in dem großen Krankenhaus. Da haben wir das alles in die Wege geleitet und ich hatte mich überall erkundigt bei der Bank, weil ich wusste, er hat Schulden und mit Freunden gesprochen und ich habe überall mich informiert, wo es überhaupt nur möglich ist. Ich habe mit unserem Pfarrer ein Gespräch gehabt und so weiter, weil ich mir einfach nicht sicher war, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Eigentlich von deinem Herzen her wolltest du es nicht im ersten Moment. Jein. Ich wollte ihm gerne den Gefallen tun. Ja. Ich meine, dazu kam auch noch, dass er, und das ist etwas ganz Wesentliches, es sagte, dann kriegst du später mal meine Rente. Aha, das natürlich... Das hat er selbst auch gesagt. Denn das, was du an Rente hast, das ist nicht viel. Mhm. Das ist nicht viel. Das, was du gemacht hast in deinem Beruf, da kriegst du nicht viel Rente und dann fällst du den Kindern nicht zur Last. Muss ich mal eben fragen, weil ich da keine Ahnung von habe. Ist das so, wenn man ganz kurzfristig vor dem Sterben noch heiratet, dass dann die Rente auf die frische Ehefrau übergeht? Ja, ich habe mich da auch erkundigt. 10 Minuten reichen. 10 Minuten reichen. War das für dich ausschlaggebend mit dem Geld? Beides. Auch. Ich will ganz ehrlich sagen, beides. Mhm. Erzähl doch mal, wie diese Trauung dann abgelaufen ist. Im Hospiz? Ja, im Krankenhaus ging das dann alles nicht so schnell. Und dann war ich beim Standesamt und hatte die ganzen Papiere, alles hatte ich beieinander. Mhm. Und der sagte, er kommt dann ins Krankenhaus beziehungsweise ins Hospiz. Ich brauche ihn bloß anzurufen und er würde sofort kommen. Ja. Und dann wurde mein Mann verlegt ins Hospiz und ich wusste, da würde es ihm wirklich sehr, sehr gut gehen. Ich hatte da vorher schon eine Freundin auch betreut in diesem Hospiz. Und dann kam der Standesbeamte und dann haben sie meinen Mann in einen großen, wunderschönen, sonnenbeschienenen Raum gefahren. Mhm. War strahlender Sonnenschein, Hochsommer und haben dann Blumen überall hingestellt. Und ein Pfleger hat auf dem Klavier gespielt. Mhm. Dein Mann lag im Bett. Der lag im Bett. Und hat das Bett da reingefahren. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also die Umgebung war sehr schön. Nichts von Krankenhaus eigentlich. Ich wusste, dass er im Krankenbett lag. Mhm. Und ich hatte eine Flasche Sekt mitgebracht. Mhm. Und zufällig, also meine beiden Söhne waren gerade da. Also eure Söhne, ne? Der andere wohnt im Ausland und der war zufällig gerade da. Ja, eure Söhne, ne? Ja. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, ob sie unsere Trauzeugen sein würden. Mhm. Die waren empört über diese Entscheidung von mir. Die waren empört über die Entscheidung? Waren empört. Aber du hast doch gerade gesagt, dass sie vorher immer gesagt haben, heiratet doch wieder. Ja, ja. Und dennoch waren sie dann in der Situation empört? Ja, weil sie sagt nicht, du machst es bloß aus finanziellen Gründen. Oh. Mami, weißt du auch, dass du die ganzen Schulden vom Papi dann hinterher hast? Und da habe ich gesagt, da habe ich mich auch genauestens informiert, wie das alles ist. Hm. Und Papi möchte es so gerne und er war so glücklich. Er war so glücklich. Ich habe ihn niemals in seinem Leben so glücklich erlebt wie danach. Und also Trauzeugen wollten sie nicht sein. Waren sie denn dennoch dabei bei der Trauung? Der eine Sohn ja, der andere nicht. Der blieb vor der Tür stehen. Wer war denn dann Trauzeuge? Eine Ärztin und ein Sozialarbeiter. Hm. Wie lange hat dein Mann danach noch gelebt? Dann war er 3 Wochen im Hospiz und ist von Tag zu Tag aufgelebt. Er wurde immer munterer und mit Scherzen und also er lebte richtig gehend auf. Es war unglaublich. Mhm. Er rauchte noch wieder eine Zigarette und trank ein kleines Glas Bier. Und also es war unglaublich. Und nach 3 Wochen wird es gesagt, entweder man geht in eine Art Sanatorium oder sowas Ähnliches. Mhm. Oder aber, welche Möglichkeit ich denn sehen würde. Und dann habe ich gesagt, es ist selbstverständlich, dass ich ihn zu mir nach Hause nehme. Mhm. Dann hatte ich bloß eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Dann habe ich die ganze Wohnung umgeräumt. Mhm.
Der Sozialarbeiter hatte mir alles angeboten an Hilfe und Unterstützung mit dem Krankenbett und Sauerstoffgerät und alles, was man eben so braucht. Mhm. Und das kriegte ich alles nach Hause mit Medikamenten und Morphium und alles. Ja. Und die haben mir auch gesagt, dass sie jederzeit für mich ansprechbar sind, Tag und Nacht, ja, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Mhm. Und dann nach den 3 Wochen kam mein Mann glücklichst zu mir nach Hause. Und wie lange hat er zu Hause dann noch gelebt? 10 Tage. Wie viel? 10 Tage. 10 Tage hat er noch gelebt. Ja. Mhm. Das heißt, für deinen Mann war das größte Glück, ja, seines Lebens, dass er, ja, im Sterben quasi nochmal geheiratet hat, ja, dich nochmal geheiratet hat. Ja. Jetzt muss ich nochmal zu den Söhnen fragen. Und eben bei mir zu sein, und in bei meinem Umfeld. Und bei dir sogar in deiner Wohnung dann zu sterben. Ja. Sterben zu können. In meinen Armen, und ich war dabei und ich habe ihn gepflegt. Also es war für ihn das Schönste, was er sich überhaupt vorstellen konnte. Du hast gerade gesagt, es war nicht möglich, mit dem Mann eine Ehe zu führen. Du wolltest das nicht näher ausführen. Ja. Hat dich das dann dennoch nochmal sehr nah an deinen Mann herangebracht, dass, ja, du ihn dann geheiratet hast? Absolut. Also ich kann wirklich jeden Tag nur sagen, nach oben, Dankeschön für diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Die bereust du überhaupt nicht? Na, überhaupt nicht, mhm, keine Sekunde. Meine Söhne haben es inzwischen eingesehen, die haben es akzeptiert. Wie war denn das Verhältnis der Söhne in der Zeit, während ihr getrennt wart, zu dem Vater? Eigentlich recht gut. Und zu dir auch gut? Ja, mhm, ja. Aber der Vater hatte also nach der Scheidung ziemlich sie gegen mich aufgehetzt. Das war also eine schwierige Zeit. Ich meine, damals, mhm, waren sie noch in der Pubertät, so um die 10 herum, also knapp vor der Pubertät. Da hatten sie es also ein bisschen schwierig. Also ich hatte es schon schwierig. Also mich wundert das so, dieser Widerspruch, dass die Jungs in den 20 Jahren, als ihr getrennt wart, gesagt haben, heiratet doch wieder. Und als es dann soweit war, dass sie gesagt haben, der eine, ja beide letztendlich, nein, mach es nicht. Hab mich auch sehr gewundert. Mhm. Mich auch sehr, sehr gewundert. Denn weil sie genau wussten, ja, der Vater stirbt jetzt. Und jetzt heiratet sie ihn, aber vorher nicht. Mhm. Der Vorwurf, du machst das nur des Geldes wegen, wiegt natürlich schwer. Ja. Hat dich das sehr getroffen? Absolut. Wahnsinnig. Mhm. Das glaube ich. Wahnsinnig. Ich war fix und fertig. Also es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Du wärst ja von dir aus niemals auf die Idee gekommen, das zu machen. Ihn heiraten zu wollen. Das heißt, wurde ja von ihm angestoßen. Ja. Ich meine, das haben die mir nicht geglaubt. Nochmal zu den Finanzen. Die Schulden, die er hatte, die sind jetzt nicht auf dich übergegangen. Nein. Ich habe jegliche Form von Erbschaft abgelehnt, positive und negative Erbschaft. Ah ja, aber die Rente, so den Anteil der Ehefrau bekommst du jetzt. Ja. Ja. Und darüber könnten meine Söhne oder müssten sie eigentlich sehr froh sein, denn von dem, was ich sonst hätte, könnte ich nicht leben. Das heißt, sonst müssten deine Söhne dich vielleicht unterstützen? Ja. Ja. Aber jetzt hat es sich einigermaßen wieder eingerenkt mit den Söhnen. Ja. Ja. Die haben das beide akzeptiert inzwischen, haben das verstanden und haben auch verstanden, eben wie schwierig der Vater war. Mhm. Das haben sie im Laufe der Jahre eben doch selbst sehr gemerkt, dass der eigentlich für sich alleine gar nicht lebensfähig war. Wann genau ist dein Mann gestorben? Im Jahr 2000. Im Jahr 2000, das liegt ja dann doch schon eine ganze Weile zurück. Und das ist merkwürdig, was ich auch noch sehr merkwürdig ist, in demselben Jahr haben meine beiden Söhne geheiratet. Mhm, der eine im Frühjahr, dann ist mein Mann im Sommer gestorben und im Herbst oder im Winter hat der andere geheiratet. Also auf jeden Fall hast du einen Menschen durch diese Sache, die ihr gemacht habt, sehr glücklich gemacht am Ende seines Lebens. Ja, und ich würde sagen... Und dich auch. Ja, ich empfinde es heute einfach als eine runde Sache, dass ich diese Ehe und diese Auseinandersetzung und all diese Familie wieder einfach, das ist rund geworden mit der Zeit. Tolle Geschichte. Und wie du das jetzt so erklärt hast und beschrieben hast, finde ich das auch toll, dass du das gemacht hast. Ja. Und, also es war wirklich, und vor allen Dingen meine Schwäger, die Brüder meines Mannes, die haben mich verurteilt schon bei der Scheidung. Sowas tut man nicht und sowas macht man nicht. Also ich habe da ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt von seiner Seite, von der Familie. Aber umso wichtiger finde ich, dass du für dich ganz, ganz im Reinen bist, dass das alles eine richtige Entscheidung war, was ihr damals da gemacht habt. Absolut. Und ich fühle mich also wirklich
wohl und gut, dass ich für ihn das habe noch können und dass ich noch davon auch was habe. Liebe Kari, ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und für diese doch sehr ungewöhnliche Geschichte, die du uns erzählt hast. Ja. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich zu Steffi. Steffi ist 25. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Ja, hallo Steffi. Hallo? Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Das ist sehr schön. Ja, ja, nett, dass du da bist. Um was geht's denn? Über was reden wir? Und zwar, ich wurde vor einem Jahr, im Mai, in meiner Wohnung überfallen. Mhm. Wie war das? War es ein Einbruch oder wie? Nein, also das heißt, der Täter, was ich halt im Nachhinein auch dann mitbekommen habe, der war in meiner Wohnung schon drin, das war unser Hausmeister. Der war in der Wohnung schon drin, als du in die Wohnung reinkamst? Genau, ich kam von der Arbeit nach Hause, ja. Ich arbeite in der Gastronomie und ich kam von der Arbeit nach Hause. Achso, und der Hausmeister hatte einen Schlüssel für die Wohnung? Eigentlich nicht, also der hat den meiner Vormieterin geklaut. Achso. Also er hat vor Gericht, später, also im November war die Verurteilung, mhm. Er hat behauptet, er hätte den Schlüssel, ich hätte den vergessen an der Wohnungstüre. Mhm. Allerdings habe ich mein Autoschlüssel und alles an dem Schlüssel dran, also es ist nicht möglich. Ja, wie war das denn dann? Du kamst von der Arbeit nach Hause um wie viel Uhr? Nachts? Um 11:30. Um 11:30, in der Nacht? In der Nacht, ja. Genau. So, da kamst du in die Wohnung, man kommt in der Regel in eine dunkle Wohnung, schaltet das Licht ein. Nicht ganz, also er hat direkt an der Haustüre gelauert, also es ist so ein Haus, da sind drei Etagen, mhm. Ich wohne ganz oben unterm Dach. Mhm. Und er hat damals noch unten im Erdgeschoss gewohnt. Mhm. Und ich bin in das Treppenhaus rein und habe halt noch telefoniert mit ein paar Freunden und bin durch die, meine Wohnungstüre aufgeschlossen. Und mit dem Betreten meiner Wohnung hat er mir ein essiggetränktes Tuch ins Gesicht gedrückt. Ach, das heißt, der hat hinter der Eingangstür zu deiner Wohnung auf dich gewartet? Also in der Wohnung drin. In der Wohnung drin, er war in der Wohnung drin. Und hat dir dann einen essiggetränkten Lappen ins Gesicht gedrückt? Ja. Und dann, was hat das für eine Wirkung, wenn man einen Essig... Gott sei Dank keine. Also ich glaube, jeder hat mal diese Kriminalfilme gesehen, dass da eigentlich andere Säuren effektiver sind. Ja, ja, genau, dass man irgendwie dann ohnmächtig wird, wenn man irgendwas durch die Nase gedrückt bekommt. Genau, bei Essigsäure ist halt dann durch die Verbrennung der Atemwege wäre es, also eine Viertelstunde würde es dauern, wenn man das durchgehend einatmet. Normalerweise, also bei Essigsäure. Und er hat sich, also Gott sei Dank war er blöd dazu und er hat halt... Moment mal, wenn man Essigsäure so lange einatmen würde, würde man auch ohnmächtig? Bei einer Viertelstunde ungefähr. Eine Viertelstunde, ja gut, das ist eine lange Zeit. Wie ging es weiter? Er hielt also dieses Tuch vor deinem Gesicht. Du hast wahrscheinlich erstmal den Mega-Schreck und Schock bekommen. Richtig. Er hat die Tür zugedrückt, vermutlich, von innen. Genau. Also und dann? Wo ich dann drinnen war und ich habe mich natürlich vehement gegen das Tuch gewehrt, logischerweise. Ja. Und er hat auf mich eingeschlagen anschließend, mhm. allerdings nur auf den Kopf. Mhm. Also nicht meinen Körper oder irgendwas, sondern nur auf den Kopf gegen die Wand, gegen die Türe, gegen alles Mögliche. Hast du geschrien währenddessen? Ja, und das Fenster war offen, aber ich wohne in einer bekannten Stadt, aber in einer kleinen Stadt. Mhm. Ich habe so 3-4 Kneipen bei mir drumherum und es war Samstagabend gewesen. Es hat niemand gehört? Also es hat niemand für voll genommen. Okay, wie ging es weiter? Auch irgendwas anderes sein können. Ich habe mich halt dagegen gewehrt, habe geschrien um Hilfe und alles Mögliche. Wie gesagt, es hat keiner gehört. Mhm. Und wir haben dann zum Prinzip dann in meinem Hausflur mehr oder weniger geprügelt, sage ich jetzt mal. Und Hattest du während des Prügelns schon die Chance, ihn zu sehen und hast ihn erkannt? Nein. In dem Moment noch gar nicht. Noch gar nicht. Wie ging es dann weiter? Wie hat sich diese Prügelei dann entwickelt? Also ich habe mich dann irgendwann mal fallen lassen, weil ich der Meinung war, wenn ich mich jetzt irgendwie bewusstlos stelle, dann lässt er von mir ab. Dann macht er, was ich weiß der Geier, irgendwas, aber halt nicht mehr diese Schläge. Mhm. Allerdings, also er hat dann weiter, ich lag dann am Boden und er hat dann weiter auf meinen Kopf eingeschlagen. Wie furchtbar. Den Kopf genommen gegen die Wand, gegen den Boden, gegen die Wand, gegen den Boden die ganze Zeit. Wie grauenhaft. Und dann anschließend hat er zu mir gesagt, ich soll ich habe eine Einraumwohnung, ich soll auf das in den Hauptraum gehen und mich aufs Bett setzen oder legen. Mhm.
der Aufforderung bin ich auch nachgekommen, aber an der Stimme schon erkannt, wer das sein könnte. Aber das Licht war an, es war noch dunkel. Es war noch dunkel, ja. Also, ja. Also, ich habe versucht, das Licht anzumachen, aber jetzt hat er mich gleich ausgeschalten, es war also nicht möglich. Okay, da hast du ihn schon mal eine Stimme erkannt und er sagte, leg dich aufs Bett. Richtig. Und dann? Da hat er sich umgedreht, gemeint, er müsste noch etwas holen. Und in dem Moment bin ich halt von aufgesprungen, habe ihn von hinten angegriffen. Und er hatte so ein Pullover, so ein Sweatshirt angehabt und so ein Palästinensertuch übers Gesicht, so mit Augenlack geschnitten. Und ich habe ihm halt den Pullover, die Kapuze abgerissen, beziehungsweise dann auch, er hat sie wieder aufgesetzt, logischerweise, immer hin und her. Und dann habe ich ihm auch versucht, das Tuch halt hochzuziehen über den Kopf. Habe aber allerdings nur bis zur Nase geschafft, habe aber gesehen, dass er halt einen Oberlippenbart hat, kurze Haare und habe halt dann kurzerhand wirklich kombiniert einfach, dass es nur dieser Mensch sein kann. Und habe aber geschafft, mich ins Bad zu flüchten, weil das Bad ist der einzige Raum in meiner Wohnung, den ich von innen abschließen kann. Ah ja. Diese, wie schlau, wie geistesgegenwärtig. Ja, brutal. Also du bist in das Badezimmer dann rein, hast abgeschlossen. Und dann? Genau, und dann habe ich halt von drinnen geschrien, er soll verschwinden, er soll abhauen. Habe immer wieder die Türe so leicht aufgemacht und halt geschaut, ob er da ist. Wie gesagt, ich habe draußen halt auch die Straßenlaterne, also konnte ich dann schon erkennen. Wie gesagt, den Oberlippenbart und die kurzen Haare. Jetzt lass uns nicht zu detailliert malen. Wie hat sich die Situation dann aufgelöst? Also ich habe ihm dann angesprochen und habe gesagt, du bist doch der Punkt, sage ich jetzt einfach mal für deine Sendung. Und er hat gesagt dann, nein, da bin ich nicht. Und das war eigentlich dann schon eigentlich ein Schuldeingeständnis, weil wenn ich einen falschen Namen genannt hätte, dann... Okay, wie ist er dann aus der Wohnung wieder rausgekommen? Er ist dann direkt durch die Türe wieder rausgeflüchtet. Er hat dann seine Sachen zusammen. Ach so, nachdem gesagt, du das gesagt hattest, du bist doch der und der, und hat er gesagt, der bin ich nicht. Danach ist er dann relativ schnell gegangen. Genau, er hat gemerkt, dass er halt keine Chance hat, weil ich mich halt auch eingesperrt habe. Und weil du ihn erkannt hattest. Richtig. Ah, verstehe. Dann hat er gesagt, er muss noch seine Sachen zusammensuchen. Damals wusste ich noch nicht, was es ist. Ist halt dann geflüchtet. Und ich habe dann das Fenster noch gesehen, wie er halt rausgerannt ist aus dem ganzen Gebäude. Und er hat... Was meint er denn für Sachen? Also jetzt im Nachhinein, wie gesagt, weiß ich, es waren Kabelbinder gewesen, die er mit dabei gehabt hat. Ein Kabelbinder? Kabelbinder, diese, die man so festzut, um die Kabel halt... Ach so, ja, ich weiß, ja. Mehrere Kabel hat so, diese, die nicht mehr aufgehen von alleine. Was wollte er damit machen, ja? Also jetzt im Nachhinein, er ist auch angeklagt worden, unter anderem für versuchte Vergewaltigung. Also allein schon die Tatsache mit dem Bett und dann... Was für eine schockierende Geschichte, wenn man dann nach Hause kommt und genau so etwas erlebt. Aber auch wie geistesgegenwärtig du dann doch reagiert hast und wie mutig auch. Ich glaube, das war der reine Überlebensszenario. Ja, aber das ist ja wirklich ein Horrorszenario. Zu was ist er verurteilt worden? 7 Jahre, 9 Monate. Zu 7 Jahren? War der vorbestraft? 7 Jahre, 9 Monate. Er war vorbestraft auf Raub und rechtsradikale Delikte. Wegen Rechtsradikalität und wegen Hatte er sowas Ähnliches auch schon mal gemacht? Nein. Nee, das nicht. Also nicht, dass ich jetzt von den Vorstrafen her wüsste. Ja. Also er hat mir dann nochmal einen Brief geschrieben, also wo die ganze Sache dann am Laufen war, weil ich habe mir ja erkannt und die Polizei ist dann gekommen und Rettungswagen und alles Mögliche. Er war auch im Krankenhaus dann mit CT wegen Computertomographie für den Kopf, für die Stirn. Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, hast du doch bestimmt auch mehr oder weniger heftige Verletzungen davon getragen. Also rein im Kopfbereich. Im Kopfbereich, natürlich, ja, weil er dich ja immer mit dem Kopf irgendwo gegengeschlagen hat oder auf den Kopf draufgehauen hat. Und genau. Puh, wie hast du das denn so seelisch verkraftet? Also ich habe zwischendurch überlegt, ob ich Psychologen dazu ziehe. Allerdings habe ich es bis jetzt noch nicht getan. Also im Moment, also ich habe auch schon den Leuten, die bei dir arbeiten, vorher am Telefon gesagt, ich habe mir vor 4 Monaten eine Katze angeschafft, so blöd wie das klingt. Aber es ist halt jemand zu Hause, ist jemand da, der wartet, der auf Geräusche reagiert, der sofort in die Tür rennt. Du wohnst immer noch in dieser Wohnung? Ich wohne immer noch, also ich hast du noch in die 3 Monaten aus. Ah ja, du ziehst noch wohne ich drin. Ah ja. Hast du denn danach, als das passiert war, direkt ja irgendwie noch ein Sicherheitsschloss anbringen lassen oder irgendetwas gemacht?
Also ich habe einen Spiegel hinter der Türe aufgestellt, dass wenn man die Türe aufmacht, hat man ja meistens immer diesen Schlitz, wo man so durchschauen kann, so direkt am Scharnier. Mhm. Und da habe ich dann halt über den Spiegel mal geschaut, ob jemand hinter der Türe steht. Ja klar, verstehe ich. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass dann nochmal jemand steht, aber man macht das halt so. Man ist total paranoia. Ja, na klar. Wie gesagt, ich arbeite in der Gastronomie und wenn ich abends das Restaurant zusperre, weil dann, also im Dunkeln, man hat total das Ding, dass einem, ob immer jemand von hinten anfällt oder so. Obwohl das eigentlich, wenn man weiß, es passiert nicht, aber man hat, dass es keiner in dem Raum ist, aber man hat einfach dieses Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass so die ersten Tage nach einem solchen Überfall, dass man da sehr, sehr neben der Kappe ist. Dass man vielleicht nicht einschlafen kann oder dass man ständig dran denkt und halt im Schockzustand sich befindet. Ich hatte früher so einen kleinen Febel für, also was heißt Febel, aber so Horrorfilme habe ich immer ganz gern geschaut, so die Saw-Reihe und was alles mit hier halt gerade so läuft. Das schaue ich seitdem nicht mehr. Ich habe noch eine Frage zu diesem Hausmeister. Den kanntest du schon länger? Also ich wohne in der Wohnung seit knapp 2 Jahren. Ja. Und also anderthalb Jahre, naja, 2 Jahre, also ein Jahr ungefähr war das, dass ich in der Wohnung gewohnt habe. Und da war während dieses Jahres war er schon Hausmeister? In der Zeit, ja. Also er hat das nebenbei gemacht. Und was hatte der so für einen Eindruck auf dich gemacht, wenn ihr euch mal... Wenn es hochkommt, habe ich vielleicht in diesen ganzen anderthalb Jahren 10 Minuten mit diesen Menschen gesprochen. Also kannst du gar nichts so sagen. Zwischen meine Liebschaften plädiert oder die Polizei, wo sie ermittelt haben. Ja. Aber das war nun gar nicht der Fall. Also da waren weder Einladung zum Essen oder Pralinen oder auf der Türe gar nichts gewesen. Und er hat einen Brief aus der U-Haft geschrieben gehabt und hat reingeschrieben, dass ich nicht erklären kann, warum er das halt gemacht hat. Die einzige Erklärung für ihn wäre halt, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und er halt so verletzt dadurch ist. Naja, wunderbar. Aber was für eine tolle Erklärung. Hat er denn vor Gericht wenigstens dann Reue gezeigt? Also er hat mich beim Gerichtstermin gar nicht angeschaut, also immer nur am Boden geschaut. Und ich habe halt meine Geschichte dann erzählt gehabt. Und er hat dann ganz am Ende, wo dann das Plädoyer stattgefunden hat, hat er dann gemeint, dass es ihm leid tut, aber so leise und leicht, dass sogar der Richter 3-mal nachgefragt hat. Ah ja. Also es kam letztendlich sehr halbherzig dann über seine Lippen. Richtig. Schlimme, heftige Geschichte, Steffi. Wenn du gerne ein Gespräch vielleicht mit einer Psychologin führen möchtest, mal kurz mit meiner hier, auch ein bisschen länger, wenn du möchtest, kann ich dir das gerne anbieten. Die hat das Gespräch mitgehört und vielleicht könnt ihr aber ein paar Worte reden. Aber ich will es dir nicht aufdrängen, wenn du nicht möchtest. Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Vorsichtig, weil das ist so... Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie... Ich meine, wenn du damit gut klarkommst und du das Gefühl hast... Mittlerweile geht's Gott sei Dank. Ja, vielleicht sollte man auch gar nicht dran rühren. Dann ist es auch okay. Aber es ist deine Entscheidung. Also möchtest du oder möchtest du nicht? Ich glaube eher weniger. Eher weniger, ich habe es mir gedacht. Steffi, auf dass hier nie wieder sowas passiert. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Ciao, Pretty. Katja, wo ist sie? Hier. Hier ist Katja, 23, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Katja, was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil ich heroinabhängig bin und vor ein paar Monaten ein Baby bekommen habe und jetzt einfach ein riesiges Problem habe, in so ein Programm reinzukommen. Also ich habe versucht, eben so ein Substitutionsprogramm. Du musst deutlicher reden, das verstehe ich nicht. Du hast große Probleme, in was reinzukommen? In das Substitutionsprogramm. Substitutionsprogramm, das heißt im Klartext? Methadon oder... Das heißt, da kriegt man Methadon, das ist so eine Art Ersatzdroge, die ist dann, das wird ärztlich betreut. Ja, genau. Für Süchtige allmählich aus der Heroinsucht rauszukommen. Genau. Du hast ein Baby bekommen. Ja, genau. Das Baby ist jetzt wie alt? Was hast du gerade gesagt? Ist jetzt 3 Monate. 3 Monate. Ja. Hast du während der Schwangerschaft auch Heroin konsumiert? Ja, Heroin und Lidin. Bist du wahnsinnig, während einer Schwangerschaft so etwas zu machen? Ja, das war irgendwie... Wie verantwortungs... Mit Lidin wollte ich halt eigentlich so das Heroin, dass ich eben das Heroin nicht mehr und dann... weil ich Dilidin, dass ich davon nicht mehr weggekommen bin. Und erklär mal Dilidin, was das ist. Dilidin, das ist ein Schmerzmittel. Das ist eigentlich so für Krebspatienten oder Bandscheibe oder so. Also ein heftiges... Schmerzen, so. Aber hast du dir denn überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass du deinem ungeborenen Kind großen Schaden zufügst? Und warum hast du dich nicht am Riemen gerissen? Das, keine Ahnung. Warum bist du nicht in eine Klinik gegangen?
vor der Geburt habe ich es dann halt geschafft, dass ich eben nichts mehr gemacht habe, weil ich eben nicht wollte, dass mein Baby halt einen Entzug hat. Also ich hatte halt schon riesig Angst, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Oder aber du hast während der Schwangerschaft das schon genommen? Ja, nur also kurz vor der Geburt nicht. Schwangerschaft, aber doch schon dann so ab Mitte der Schwangerschaft bis fast zum Ende. Also finde ich ganz schlimm, muss ich sagen. Also ich bin entsetzt. Ja. Ich finde, da gibt es gar keine Entschuldigung. Nee, gibt's auch nicht. Wenn das Kind schwere Schäden davon tragen sollte oder irgendwann schwer krank wird, trägst du die Schuld, nur du. Ja, natürlich. Hast du denn nichts unternommen damals, als du wusstest, ich bin schwanger? Du hättest doch in eine Klinik gehen können, du hättest zu einer Drogenberatungsstelle gehen können und den sagen. Ich bin zu einem Arzt gegangen. Und der Arzt hat ihm gesagt, weil er sich damit nicht auskennt und so. Und er meldet sich wieder und er wollte sich halt erkundigen und wie das alles. Und vor dem habe ich dann auch nichts mehr gehört. Und wenn er mir sagt, er weiß nicht, was er machen soll, ich habe mich ja versucht zu kümmern. Und er hat gesagt, er meldet sich und er weiß nicht wie und was. Und er wollte sich halt erkundigen und kam halt nichts mehr. Und okay, das ist jetzt Vergangenheit. Lass uns über jetzt und heute sprechen. Dein Kind ist gesund zur Welt gekommen. Ja, das ist unglücklich. Das ist schon mal sehr schön. Ja. Wie sieht es denn im Moment aus mit der Drogensucht? Ja, es ist halt eben wirklich nur so, dass ich halt von der Acht komme. Also ich meine, ich mache es halt nicht, weil irgendwie... Bitte? Ich mache es nicht wegen einem schönen Gefühl oder irgendwas, sondern es ist eben wirklich nur, dass ich halt eben mal anders so die Schmerzen und die Gereiztheit und so. Es geht halt eben ohne, geht halt nicht. Also du nimmst im Moment auch, konsumierst Heroin im Moment. Wie viel konsumierst du? Ja, so 3-4 Mal am Tag. 3-4 Mal am Tag. Wie finanzierst du das? Ja, von meinem Arbeitslosengeld halt. Also du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Du vernudelst doch. Von meinem Arbeitslosengeld halt. Vom Arbeitslosengeld. Ja, und dann halt auch das Geld, was von den Kleinen, was da jetzt mitkommt. Deswegen ist halt also, es geht einfach gar nicht so. Katja, ist es schon schlimm genug, dass du es nicht geschafft hast, während der Schwangerschaft etwas zu unternehmen? Aber das ist jetzt Vergangenheit und daran können wir nichts mehr ändern. Aber an deinem jetzigen Leben kannst du etwas verändern. Verdammt nochmal, du bist eine junge Mutter. Aber das versuche ich ja. Du hast Verantwortung. Ich schaffe es nicht, vor einem halben Jahr in so ein Programm reinzukommen. Das ist einfach, alleine schaffe ich nicht. Ich meine, ich habe jetzt das Kind und ich habe jetzt versucht, dass ich eben aufhöre. Aber es ist einfach... Wenn du so weitermachst, wird man dir dieses Kind wegnehmen. Ja, natürlich, aber ich komme ja nicht in dieses Programm rein. Es dauert mindestens ein halbes Jahr. Was soll ich denn machen? Ja, also Ich schaffe es nicht, jetzt von alleine aufzuhören. Ich habe jetzt das Kind und ich muss für das Kind da sein. Und wenn ich eben aufhöre oder das alleine mache, kann ich nicht für das Kind da sein. Also dann geht es mir so schlecht, dass ich nicht für sie da sein kann. Und das geht einfach nicht. Ja. Also muss ich warten, bis ich so im Programm reinkomme. Das ist eben wie lange dauert das denn mit dem? Ein halbes Jahr Minimum wird über. Also ich habe zwei Stellen. Pass mal auf, ich weiß natürlich, dass viele Leute, die drauf sind, sehr gerne immer aber und nochmal aber sagen. Ja. Weil es immer viel einfacher ist, aber zu sagen, als den bitteren Weg des Entzuges zu gehen. Weil das ist natürlich das Härteste überhaupt, was ihr durchmachen müsst. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich kann das nicht beurteilen mit den Zeiten, aber ich nehme es einfach nicht so hin, dieses Aber. Weil ein Ding steht über allem, nämlich dein Kind. Eine Tatsache steht über allem. Ja, natürlich. So, und da muss alles, aber auch alles Mögliche in die Wege geleitet werden von deiner Seite aus und auch alle Disziplinen, die du hast, um dass du deinem Kind eine ordentliche Erziehung gewährleisten kannst, nämlich indem du von den Drogen wegkommst. Ja, und wenn es im Moment nicht geht, dann musst du das Kind für eine Weile abgeben, bis du fähig bist dazu. So geht es nicht. Was du im Moment machst, ist absolut ist weiterhin so verantwortungslos, wie du dich vorher verhalten hast. Ich komme doch wunderbar klar. So. Ich meine, es ist du kommst wunderbar klar. Ich sitze ja nicht irgendwo in der Ecke und dass ich nichts mitkriege. Also ich meine, das ist ja nicht, mir merkt man das auch nicht an, dass ich das mache. Also meinen ganzen Umkreis wen du willst, das merkt auch. Ja, aber Katja, dass ich irgendwie... Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Du bist eine heroinabhängige junge Frau. So. Und was eine Abhängigkeit von einer Starkdroge wie Heroin oder Kokain bedeutet, muss ich dir nicht erklären. Wie lange nimmst du Heroin schon? Also jetzt ein Jahr vielleicht. Also nenne ich mal mehr. Ja. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Und der ist nicht da. Der ist nicht da. Du bist alleinerziehend. Ich bin alleine. Gibt es irgendwie ein Umfeld? Gibt es Eltern, die dich unterstützen? Jein. Nein, also... Ja, sie sind schon, aber jetzt nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt, wünscht, oder? Hm.
Weißt du, wenn du mir was erzählst, das sieht man mir nicht an. Das ist doch alles Quatsch. Darum geht es doch gar nicht, ob man dir das ansieht. Du bist eine abhängige, eine suchtabhängige junge Frau. Ja, natürlich. Und das ist ja das, warum ich eben, weil ich mich selber ankotze, dass ich eben nicht in dieses Programm reinkomme, weil ich eben auch der Meinung bin, ich bin Mutter. Und ich meine, bei mir ist es doch noch ein Stück dringender, dass ich von dem Scheiß wegkomme, als bei irgendwie jemand anderen, der eben, ist natürlich bei anderen auch wichtig, natürlich, aber ich meine, bei mir ist es doch noch ein Stück weit wichtiger. Und deswegen finde ich es einfach Sehe ich genauso. Bist du denn bereit, alles nur Erdenkliche zu tun, um dich von den Drogen loszusagen? Ja. Bist sofort. Du? Sofort. So. Jetzt wirst du mit meiner Psychologin sprechen. Ja. Und wir werden im Detail das mal im Hintergrund durchgehen, was du tun kannst, auch was du sofort tun kannst. Ja. Ich finde es gut, muss ich ja auch sagen, bei aller Schärfe. Ich finde gut, dass du hier angerufen hast. Das zeigt mir, dass du auch etwas verändern möchtest. Sonst hättest du ja gar nicht angerufen. Ja. Das finde ich toll. Also das ist sicherlich auf jeden Fall der erste Schritt. Und wenn wir dir, ich hoffe sehr, dass wir dir noch mit etwas Rat und Tat zur Seite stehen können. Mhm. Da musst du es auch unternehmen. Da musst du auch das entsprechend dann einfädeln. Was? Das schwöre ich bei meiner Tochter. Mhm. Du willst ja mit deiner Tochter... du wirst deine Tochter ja erziehen und du willst glücklich werden mit deinem Kind. Auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Und das ist auch eine gute Motivation, wenn man irgendwie in einer Drogensucht drin ist. Eine bessere kann es gar nicht geben. Eine bessere gibt es gar nicht, hast du völlig recht. Sehe ich auch so, Katja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und ihr könnt in Ruhe beraten, was du sehr schnell angehen kannst. Mhm. Und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen und wünsche dir alles Glück und alles Gute. Okay, danke schön. Liebe Katja, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Stefan. Stefan ist 19. Hallo Stefan. Hallo Domian. Stefan, um was geht's? Es geht darum, meine Freundin ist schwanger. Ungewollt. Ja, ungewollt. Es ist nach einer Party passiert. Aber deine Freundin ist hoffentlich von dir schwanger. Ja, sie ist von mir schwanger. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Wie alt ist die Freundin? Sie ist auch 19 wie ich. Ja. Und nu? Ja, das ist jetzt unser Problem. Wir wissen nicht, ob Abtreibung oder ob wir das Kind jetzt wirklich haben wollen, weil es ist ja, wir möchten erstmal eine vernünftige Berufsausbildung haben. Sie möchte ihre Schule fertig machen und ich weiß nicht, ob das alles so gut ist für auch für unser Kind. Also. Mhm. Wie ist es überhaupt zu der Schwangerschaft gekommen? Warum habt ihr nicht ordentlich verhütet? Wir waren betrunken. Nach einer Party war es. Mhm. Und da habt ihr alles vergessen. Eben, ja. Und da ist es passiert. Wie ist denn die Stimmung, gehen wir mal einzeln durch. Wie ist die Stimmung bei deiner Freundin? Was denkt die? Ja, sie weiß nicht, ob sie sich freuen soll oder ob sie jetzt, ja, sie möchte ja eben ihre Berufsausbildung machen, ne? Also auch zwiegespalten. Und das ist bei dir genauso? Ja, bei mir ist es auch so. Überwiegt eher so die Vernunft? Was immer dann auch Vernunft sein soll. Also Vernunft, erst eine Ausbildung zu machen und dann ein Kind zu kriegen oder eher das Herz, das Kind soll kommen? Also ich möchte auf jeden Fall meinem Kind möchte ich eigentlich eine gute Zukunft bieten können, weil wenn ich einen vernünftigen Beruf habe, dann kann ich mein Kind auch vernünftig erziehen. Das heißt ja mit anderen Worten, dass du gegen das Kind jetzt sprechen würdest. Ja, dann kommt wieder mein Herz, was wieder sagt. Mhm. Kind, ja, es ist ein Menschenleben, ne? Ihr beide seid 19. Was machst du und was macht deine Freundin zurzeit? Meine Freundin geht zur Schule, die möchte Erzieherin werden. Ja. Und ich mache eine Ausbildung zum Elektriker. Ah ja. Sind Eltern schon irgendwie informiert? Nee, noch gar nicht. Das ist auch unser Problem. Wir trauen uns nicht, sie anzusprechen, weil meine Eltern sind auch sehr streng katholisch und kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sie reagieren. Mhm. Mit wem habt ihr denn überhaupt bisher schon gesprochen? Jetzt noch mit gar keinem. In der wievielten Woche ist sie? Sie ist jetzt im zweiten Monat. Im zweiten Monat schon? Ja, das ist jetzt schon weit. Aber man sieht noch nichts. Also Stefan, ich kann hier natürlich nicht so eine Beratung machen in dieser Frage. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Nein, aber es tut auf jeden Fall gut, dass man drüber zu sprechen, dass ich jetzt... Ich kann dir nur mal so meine Grundhaltung sagen. Meine Grundhaltung ist, dass ich sage, dass man eigentlich für das auch Verantwortung tragen sollte, was man getan hat. Ja, das hat Wenn einem das vielleicht auch gar nicht mal so in den Alltagsbereich, ins Alltagsleben reinpasst. Ja. Aber
Ich meine, das ist immer die Entscheidung der Frau oder des Paares, was zu tun ist. Ich würde euch auf jeden Fall sehr, sehr dringend raten, zu einer Beratungsstelle zu gehen, zusammenzugehen, damit ihr mit neutralen, professionell ausgebildeten Leuten euch unterhalten könnt. Ja. Da würde ich dich gerne noch informieren lassen von meiner Psychologin, welche Beratungsstelle in eurer unmittelbaren Umgebung ist, wo ihr hingehen könntet. Ja, das wäre doch super. Ja, okay. Dann leg du mal bitte auf. Du wirst auch gleich nochmal von Magdalena angerufen. Sie ist gerade im Gespräch. Es dauert noch ein bisschen, aber du wirst noch auf jeden Fall noch angerufen. Alles klar. Schönen Dank. Alles Gute, alles Liebe, Stefan, dir und deiner Freundin. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. In der Technik war Gunnel Blendin. Wir sind natürlich wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Dann Montag auch wieder mit einer offenen und freien Themenrunde. Und ich wünsche euch ein schönes und hoffentlich etwas sonniges Wochenende und freue mich auf Montag, auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.